Hi, grüß euch. Also ihr seht, wir sind mittlerweile in dem wunderschönen Finnland angekommen und haben, wie sich's gehört, perfektestes Wetter und das ist auch für die nächsten Tage erstmal so angesagt. Deswegen haben wir überlegt, dass wir uns den ganzen Teil mit Helsinki besichtigen, vielleicht aufs Ende der Reise schieben und jetzt lieber so ein bisschen die Natur hier erkunden gehen. Ich möchte mich an der Stelle auch gleich nochmal bedanken. Wir haben mittlerweile die 500 Abonnenten geknackt, das ist zwar schon seit ein paar Tagen, aber ich habe es im letzten Video vergessen. Deswegen vielen Dank an euch alle, ihr seid super cool und ich freue mich auch total, wenn ihr da rege mitkommentiert und irgendwie mir so ein bisschen Feedback gebt, das finde ich eine ganz klasse Sache. Einen wichtigen Reisetipp, da haben wir uns schon drum gekümmert, das ist einmal ein wichtiger Reisetipp für Finnland und das zweite Mal, das haben wir auch vor allem nur für euch gemacht. Wir haben uns nämlich eine Daten-SIM-Karte gekauft und das gibt es hier in Finnland. Das ist eine No-Limit-LTE-Karte, das heißt, ihr habt unbegrenzt Datenvolumen, kostet 25 Euro. Das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Damit habt ihr 30 Tage lang unbegrenzt LTE und das bedeutet YouTube, YouTube und YouTube für euch. Ich hoffe, das sagt euch zu. So, zurück zum eigentlichen Thema. Ihr habt es ja schon im Header vom Video gelesen. Wir sind gleich aus Helsinki rausgefahren und so gute 2 Autostunden nördlich von Helsinki ist der Heimo Roselli. Heimo Roselli, für die, die ihn nicht kennen, ist einer der etablierten finnischen Messermacher und den werden wir heute besuchen gehen. Und ich bin schon mega gespannt, was da so alles zum Erkunden und zum Erzählen gibt. Und die werden wir natürlich ein bisschen ausquetschen und vielleicht lassen die auch ein paar heiße Tipps für euch raus. Also heute sozusagen Messerspezial, holt's mich bei Heimo Roselli. Wir gehen jetzt hier noch ein bisschen die Füße ins Wasser halten, bevor es dann ernst wird und genießen noch ein bisschen und dann seid ihr wieder dabei, sobald wir vor Ort sind. In diesem Sinne, bis gleich. Wir müssen wegen Corona so ein bisschen Sicherheitsabstand einhalten, aber das ist quasi der Urheber der absolut coolen Roselli-Messer und wir haben jetzt dann die Möglichkeit, da uns so ein bisschen beraten zu lassen und mal so vielleicht sogar ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen, muss man noch überlegen, oder ich muss mal noch herausfinden, ob wir mal kurz in die Fabrik reingucken dürfen, reingehen dürfen wir leider nicht wegen Corona, aber wir gucken uns auf jeden Fall mal alle wichtigen Details an. Ihr müsst wissen, Heimo ist mittlerweile ungefähr 80 Jahre alt und er ist jetzt extra hergefahren, damit wir die Möglichkeit haben, ihn mal persönlich zu treffen. My name is Philipp and we are traveling from Germany through Finland and now looking for the very cool hotspots like here the Heimo Roselli factory. And I hope you can give us some advice because we need to buy a very good knife. For sure. My name is Kari and I'm now the biggest, longest employee here in this company. The first question is always to what use you want to. I'm a huntsman, so I would need a knife for hunting. This one is specially made for hunting. Okay. I got a carbon steel hunting knife. The steel is made here in this building. We started at 1976. This handle is darker than the other one, so this is. This looks like a curly birch handle. It's curly birch. And is that one? What is that for? That one is curly birch too, but heat treated. Can you tell us how you do it? It will take about 10 or 12 hours to get that kind of color. Temperature is 150 degrees. Oh, I think I need to try that one at home as well. So what is the steel? You mentioned something for before like ultra high carbon. What does that mean? Ultra high carbon means that the steel has carbon content about
1.8%. But what is the effect then? Is the blade special in the performance, or? It's harder than the carbon steel. It's about 65 Rockwells. So you're just kidding me. Er hat gerade gesagt, dass die Klinge hier 65 Grad Rockwell hat. So was habe ich noch nie in der Hand gehabt. Die härtesten, wo ich kenne, haben vielleicht 61, 62 Grad. Also das Ding ist krass. Nice and different compared to this, which is okay, jetzt zeigt er das nächste krasse Messer. Okay, also die hier ist wärmebehandelt und die hier ist danach mit Säure gewaschen nach dem Härten. The raw material is exactly the same. They're beautiful. And also the Seth looks really untypical. So what I'm really wondering, this is very characteristic for your knives, I guess, so the shape of the Seth. Also was mir an dieser Scheide echt super gefällt, ist, die sind hervorragend verarbeitet. Das heißt, ganz charakteristisch vernäht und hier auf der Rückseite auch nochmal umgedreht. Das hat er mir vorher noch kurz gesagt. Auch interessantes Learning. Das hier ist Rindsleder. Und was ich auch selber nicht wusste, ist, wenn das Rindsleder ursprünglich dicker ist, dann ist es nicht von der Kuh, sondern wird vom Ochsen gefertigt. Das heißt, alles, was so größer als 2,5 mm ist, ist eigentlich Leder vom Ochsen und nicht von der Kuh. And regarding the different knife models, this is your hunting knife? Yes, the first one. The first one, okay. Das ist also die originale Messerform, mit denen der Heimo Roselli damals seine Messermanufaktur begonnen hat. Mittlerweile gibt es ganze Schauschränke voll von unterschiedlichen Messertypen und da werden wir jetzt uns noch ein paar angucken. Also er hat gerade erzählt, das hier ist das Carpenter Knife, also das Handwerksmesser. Das ist ein bisschen kleiner von der Form her. Und ich habe hier auch zwei Varianten, einmal mit diesem UHC-Stahl in der Hand und einmal mit einem normalen Carbonstahl, weil mir gerade verraten hat, den Carbonstahl machen die sich selber, den kaufen die in Deutschland. Auch ungewöhnlich, weil wir kaufen den immer in Schweden. Weil ich ja, wenn sowieso, diesen UHC-Stahl spannend finde. Der ist hier im Haus hinter diesem Laden gefertigt. Ah, this is the grandmother. So my a friend at home has the grandfather. Here is grandfather's knife. This is really cool. Ihr müsst wissen, ich halte hier zwei in der Hand. Einmal ist das Großmutters Zahn und einmal ist das Opas Zahn. Das sind so ganz charakteristische Messer. Ihr seht, die haben eine ganz kurze Klinge. Die gehören mehr oder weniger zusammen. Mit dem hier habe ich zu Hause auch schon gearbeitet und das macht total Spaß, weil das genau die Klingenform hat, die ich so gerne mag, weil ich nämlich ideal mit dem Finger oben anlegen kann. Also es ist eine ganz kurze Klinge, aber die ist auch zum Jagen hervorragend geeignet, weil ihr halt perfekt aufbrechen könnt damit. Okay, jetzt kommt damit was Besonderes, weil die machen nicht nur Messer, die machen auch Äxte. This is very popular. Wow. So, is the handle, is this also birch or? Yes. Also der Griff ist birch auch aus Birke. Finland. Okay, Finnish birch. And this is your self-made axe handle. So this looks really nice. Also diese Axt, die liegt wirklich krass in der Hand. Er hat gerade erzählt, dass die Axt ursprünglich nach einer finnischen Axt aus dem Mittelalter nachempfunden ist. Nur dass die ursprüngliche Axt einen deutlich kürzeren Hals, also ein deutlich kürzeres Auge hatte, weil das Material früher, das Eisen früher so teuer war. Und wenn ich die so nehme, das ist echt super, weil die liegt perfekt in der Hand. Und das Schöne ist, ihr könnt da oben quasi mit reingreifen. Das heißt, man kann damit sogar schnitzen oder irgendwie sowas derartiges machen. Und ich teste mal, die ist scharf wie die Hölle. Probier mal kurz. Ja, da fliegen schon die Haare runter. Also das ist echt beeindruckend. Die haben hier auch so eine passende Lederscheide. Kann man hier dann zumachen. Und vor allem hier mit einer Gürtellasche. Das heißt, man kann die hier quasi so an den Gürtel hängen und einfach mit sich rumtragen. Das ist wirklich cool.
Das Schöne ist, die bleibt dann am Gürtel, das heißt, du machst die auf und dann kannst du einfach die Axt rausnehmen und hast die sofort bei der Hand. Das ist vielleicht wirklich für so Bushcrafter oder für Outdoor-Leute eigentlich eine coole Idee. Habe ich so bisher mit der Gürtellasche auch wirklich noch nicht gesehen. Das ist eine super gute Idee. Also Heimo Roselli macht auch Küchenmesser, nicht nur Jagdmesser. Und das hier ist, wie wir gerade gesagt, heißt Little Cook's Knife, also das Knife, das kleine Kochmesser. Und ich muss sagen, das schaut schon irgendwie ziemlich charmant aus. Das liegt gut in der Hand, das ist so ein bisschen kopflastig. Das hat unten fast eine gerade Klinge. Das heißt, ich würde sagen, gerade für so Hackarbeiten ist das eigentlich ein ganz charmantes Messerchen. Gefällt mir gut. Gefällt mir sehr gut. Nicht so gut wie meine eigenen, aber das ist auch okay. Was mir an dem Messer auch sehr gut gefällt, ist, dass die Klinge so hochrückig ist. Das heißt, du kannst es auch so nehmen und dann wirklich damit sehr filigran arbeiten. Und ja, brauche ich nicht erzählen, das Messer ist scharf wie die Hölle. Ich muss echt aufpassen, dass ich mir jetzt da beim Rumhantieren da nicht irgendwo in die Finger schneide. Also das ist definitiv ziemlich cool. Und ich glaube, hier steht schon der große Bruder parat. This one is a little Japanese cook's knife. Also das kleine japanische Kochmesser. This is its big brother. Japanese cook's knife. Okay, das ist dann der große Bruder dazu. Also von der Form her wie so ein japanisches Santoku-Messer, das kleine hier. Das hier ist dann der große Bruder dazu, auch mit einer sehr geraden Klinge. Oh, das könnte man zur Not auch als Machete verwenden. Aber dafür ist eigentlich zu schade. Aber er sagt, die sind alle handgeschmiedet. Alle wurden mir hier zeigt. Wow. Okay. So, das ist quasi ein chinesisches Chopknife, also so richtig brachial, die hauen damit so ein halbe Hühner durch und solche Sachen. In all movies, when there's a fighting in restaurant, they always use the big one, yeah. The Chinese cook from the kitchen with that kind of knife. Yeah. Er hat gerade erzählt, dass in den ganzen Küchenfilmen, wenn Leute irgendwie dann miteinander zu kämpfen anfangen oder sowas, kommt immer aus dem Hintergrund der chinesische Koch mit dem großen Chopping Knife und macht eine ganz klare Ansage. And this one is Ulu, Eskimo's cooking knife. And this is also for skinning, or? We come from Germany, and 90% of cheese knives are sold to Germany. Yeah. I have no imagination. Und das hier ist auch ein Küchenmesser, original traditionelles Eskimo-Kochmesser. Und wenn ich nicht ganz falsch liege, haben das die Eskimos nicht nur zum Kochen benutzt, sondern vor allem zum Häuten, weil das so einen schönen runden Klingenwurf hat. Das heißt, man kann die Haut nehmen und dann so richtig reinarbeiten. Und der hat mir gerade erzählt, dass ungefähr 90% der Messer, die sie herstellen, von dieser Form, nach Deutschland verkauft werden und der keine Ahnung hat, wofür wir die zum Kochen verwenden. Das ist vielleicht was, das könnt ihr mir auch mal in die Kommentare reinschreiben, falls jemand so eins daheim haben sollte. Ich könnte mir vorstellen, dass man damit hervorragend Kräuter hacken könnte. Aber ansonsten wäre ich mir jetzt auch nicht so ganz sicher, wofür man das braucht. Da müsst ihr mal gucken. Ich drücke das mal so ganz vorsichtig. Seht ihr, wie sich die Klinge da biegt? Das ist so ein ganz feines Filetiermesser und er hat mir gerade gesagt, dass das auch aus dem UHC-Stahl ist, also aus dem 65 Grad Rockwell-Stahl, und so flexibel ist die Klinge, trotzdem die so hart ist. Das kann ich fast gar nicht glauben. Ich muss es ihm glauben, weil er ist da der erfahrenste Angestellte. Ah, das hier ist auch noch so ein ganz feines Messer. Das ist jetzt ein bisschen kürzeres. Das gefällt mir auch gut, weil das liegt super in der Hand und das hat eine schöne Klinge zum Schneiden. Weil ich den Bauch jetzt für ein Küchenmesser eher unpraktisch finde, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Also ich muss sagen, ich kannte ja Heimo Roselli schon vorher als Messermarke, aber ich bin immer wieder beeindruckt. Er legt mir ein Messer nach dem anderen auf den Tisch und erzählt mir jedes Mal wieder was, wo ich echt baff bin. Das hat er mir gerade gesagt, das hier ist das kleine Fischfiletiermesser. Das hat eine Klingenstärke, ich halte es mal näher an die Kamera hin, das hat vielleicht einen halben Millimeter Klingenstärke. Und der hat mir gerade gesagt, das haben sie extra so dünn gemacht, weil es nämlich damit durch den Holzgriff schwimmt.
Das heißt, das ist so leicht, dass der Holzgriff das Messer schwimmen lässt. Das müsst ihr euch mal überlegen, wie krass man drauf sein muss, dass man auf so eine Idee kommt. Oh shit, ich glaube, ich könnte mich hier zum Ruin kaufen. Also das hier ist der große Bruder, das ist das große Filetiermesser. Das schwimmt aber nicht, hat er gerade erzählt. Er hat gemeint, wir können es schon ausprobieren, aber wenn, dann nur im seichten Wasser. Jetzt habe ich natürlich noch eine wichtige Frage. Ihr wisst ja, ich habe neulich ein Video gemacht zum Messerschärfen. Da verlinke ich euch gerne auch in der Videobeschreibung unten das Video dazu. Das hier ist ein 65 Grad Rockwell-Messer. Jetzt muss ich natürlich schon fragen, wie man die wieder scharf kriegt, falls die irgendwann in 120 Jahren mal stumpf sind. So, jetzt komm mal her. Like this. And it's very coarse. You can really take the iron off the blade, as you see, and then you can use this stone For polishing or getting rid of the everything outside of the cutting edge. I see, and this is a natural stone. Das muss ich mir jetzt schnell anschauen. It comes from Bastila. About 50 kilometers from here. Very interesting. Also schaut ja, die haben jetzt hier quasi so mit so einem Aufkleber so eine Diamant-Auflage draufgeklebt und mit denen, die nimmt er so und schleift quasi die Klinge an und um den Grat dann wirklich ganz fein wegzunehmen, nehmen die einfach so einen natürlichen Stein. Das sieht so ein bisschen aus wie ein Granitstein, so ganz entfernt, um danach den Grat runter zu polieren von der Klinge. Also das ist vielleicht auch ein echter Geheimtipp für euch. Er sagt selber, das benutzt er, wenn er unterwegs ist, irgendwo im Gelände. Einmal auf der einen Seite dieses Diamant-Tape aufgeklebt, um grob zu schleifen. Und auf der anderen Seite, das ist ein ganz natürlicher Stein, der ist relativ glatt. Man merkt so ein bisschen raus, vielleicht fühlt sich wie so eine Glasnagelfeile an, so vom Gefühl her. Und das ist super, weil du es mitnehmen kannst und er sagt, damit kriegt er auch die UHC-Messer wieder sauscharf. Ich glaube, sowas brauche ich auch. Ich glaube, ich muss jetzt da noch bei dem ein oder anderen Messer mal in die harten Verhandlungen gehen, weil ganz ohne kann ich jetzt da nicht heimgehen, aber das mache ich ohne euch, sorry. Ich zeige euch aber danach, werden wir die durchaus ein paar Mal ausprobieren. Also wir haben jetzt einen entzückenden Platz gefunden, bei dem wir heute auch über Nacht bleiben. Nathalie ist im Hintergrund gerade dabei, das ganze Abendessen vorzubereiten. Ich habe schon mal das Zelt aufgebaut. Wie man solche Plätze findet, das verrate ich euch vielleicht in einem anderen Video. Da muss man ja noch nicht gleich das ganze Pulver am Anfang der Reise verschießen. Also da bleibt es noch ein bisschen spannend. Ich wollte jetzt aber mal die Gelegenheit nutzen und nochmal den Besuch beim Heimo Roselli so ein bisschen Revue passieren lassen. Ich muss sagen, mich hat das insofern sehr beeindruckt, weil ich denen zwar vorher eine Mail geschrieben habe, ob ich vielleicht so ein bisschen filmen darf für den YouTube-Kanal oder sowas, aber die waren so bemüht, dass da möglichst viel an Content und Feedback rüberkommt. Die haben jedes Messer vorgestellt und sich auch außerhalb der Kamera x-mal dafür entschuldigt, dass sie wegen den ganzen Corona-Auflagen uns leider nicht die Fabrik zeigen können, sonst hätten sie uns da auch noch mal Maschine für Maschine durchgeführt. Das hätte ich persönlich ja super spannend gefunden, aber das geht halt leider momentan nicht. Was ich aber echt nett fand, ist, dass extra dann noch den Heimo persönlich angerufen haben. Der ist dann noch vorbeigekommen und hat noch schnell Hallo gesagt. Da mussten wir ja, wie gesagt, auch so ein bisschen den Sicherheitsabstand wegen Corona einhalten. Das ist auch völlig in Ordnung und völlig legitim. Das sind halt momentan die Spielregeln. Ich muss sagen, ich habe mir die ganze Gegend angeguckt und das ist einfach nur so eine super kleine Hütte.
Also da stehen ein paar Maschinen drin. Ich habe mal durchs Garagentor reingeguckt und die haben daneben noch ein zweites Gebäude stehen. Da ist dann vor allem die ganze Holzverarbeitung. Und was ich persönlich ja so cool finde, ich meine, das sieht so auf den ersten Blick aus wie so eine kleine Hinterhofglitsche, aber die sind halt einfach echte Cracks. Die exportieren diese Messer in die ganze Welt. Die sind, soweit ich das am Schirm habe, echt bekannt. Und man muss wirklich sagen, gerade mit diesem UHC-Stahl, diese Messer, die sind der Hammer. Also ich habe selber bis jetzt noch keines von Hemo besessen. Aber ich habe durchaus schon mal das ein oder andere in der Hand gehabt. Und ich muss sagen, ich war wirklich immer extrem neidisch oder sagen wir mal extrem beeindruckt von diesem UHC-Stahl, weil der ist wirklich unglaublich. Also unter Jagdkollegen kenne ich einige, die solche Messer haben und da kannst du diverse Wildschweine damit aufbrechen, ohne dass du auch nur einmal ans Nachschärfen denken musst. Das ist wirklich krass. Auch hier nochmal, wie gesagt, wir sind hier im Urlaub unterwegs. Ich werde von Hemo weder gesponsert noch bezahlt noch sonst irgendwas. Das ist mein rein persönlicher Eindruck. Ich muss sagen, ich finde es cool und ich habe deswegen mir dann zwei Messer abgekauft. Einmal das hier, das schwimmende Filetiermesser für den Fisch. Da bin ich gespannt. Das werden wir, wenn es sich dann mal ergibt, auch ausprobieren, ob das wirklich schwimmt. Da, wenn ja, dann finde ich es eine super coole Sache. Und was ich noch mitgenommen habe, ist das hier. Das ist das Jagdmesser. Da hatte ich offline so ein bisschen mit dem Kari diskutiert, was er denn für ein Messer empfehlen würde. Und da hat er mal als erstes gefragt, ja, wenn du es zum Jagen hernehmen willst, auf Englisch gesagt, how big is the game? Das heißt quasi, wie große Stücke jagst du denn? Und da habe ich gesagt, naja, also halt für Deutschland üblich so ein bisschen Wildschwein, so 100 Kilo in der Größenordnung und sonst halt alles drunter, also Rehe und dergleichen. Da hat er mich so ein bisschen angegrinst, da hat er gesagt, naja, also wenn du für Elche jagen gehst, dann ist das hier auch noch geeignet. Und da haben wir schon gedacht, ja, dass die hier in eine andere Größenordnung denken, wenn es ums Jagen geht. Jedenfalls, was mir an dem Messer gut gefällt, ist einmal diese schöne Swept-Point-Form. Das habe ich ja schon auch des Öfteren mal erwähnt, dass ich von dieser Form recht begeistert bin, weil man halt da auch super damit häuten kann, wenn es drauf ankommt. Und auch deswegen, weil dieses Messer wirklich das erste, das urtümliche Design ist von den Hemo-Messern, das sie auch bis heute noch so weiterführen. Also das war das Messer, wo der Hemo damit seine Firma hochgezogen hat. Und deswegen finde ich das extrem cool. Ich muss sagen, es ist auch schön gearbeitet, gerade hier mit der temperaturbehandelten Maserbirke. Wenn man so genau hinguckt und so ein bisschen gegen das Licht spiegelt, dann sieht man, dass der Griff jetzt nicht total blanko poliert ist, sondern da so leichte Kratzer vom Schleifen drin sind und sowas. Das, ja, kann man sich jetzt sagen, ärgere ich mich vielleicht drüber, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich meine, das ist ein Gebrauchsmesser, das ist zum Arbeiten da und das kriegt so oder so mal die eine oder andere Schramme und den einen oder anderen Bäcker. Was ich aber ziemlich cool finde, ist, dass ich das wahrscheinlich sehr lange Zeit nicht nachschleifen brauche. Ich habe mit ihm auch noch so ein bisschen über die anderen Messer philosophiert. Die Küchenmesser fand ich sehr schön gearbeitet, haben mir gut gefallen, fand ich jetzt aber nicht so besonders. Ich meine, gut, dieses lustige Eskimo-Messer natürlich, wobei ich da auch nicht so genau wüsste, was ich damit mache. Also ich hatte das in der Hand und mir überlegt, du kannst da Kräuter hacken damit oder du kannst irgendwelche Walrösser damit häuten oder sowas, aber das mache ich nicht so oft daheim und da habe ich gedacht, nee, das rentiert sich nicht so richtig. Ich habe euch ja neben diesem Jagdmesser auch noch den Grandfather und die Grandmother vorgestellt, also sprich die jeweils kürzeren Klingen dazu. Und Kari hatte mir gesagt, dass eigentlich alle Jäger dieses Messer zum Jagen hernehmen. Und ich wollte dann von ihm wissen, wofür er denn dann die anderen hernimmt. Und er hat mich so angegrinst und gesagt, also den Grandfather verkauft er hauptsächlich am Pfadfinder hier in Finnland. Das fand ich irgendwie sehr nett. Ich glaube, ich nutze jetzt noch das restliche Sonnenlicht und köpfel da einmal kurz in den See, bevor es Abendessen gibt. Und dann werden wir uns da hinten so ein bisschen hintrapieren und den Tag schön ausklingen lassen und genießen. Ich wünsche euch was und wir sehen uns beim nächsten spannenden Event. Und glaubt mir, da kommen noch ziemlich coole Sachen. Bis bald!